konntest ihre Sprache nicht sprechen. Doch du hast verstanden. Sie traten mit den Worten, als wärst du ihr Fußabtreter, vor ihrem Haus. Denn er steht davor, vor der Haustür, bei Regen, bei Kälte. Und sie traten auf dich ein jeden Tag und sagten dir, solange du in deinem Land bleibst, habe ich nichts dagegen. Nichts gegen dich. Doch bitte, bitte, bitte betrete nicht die Schwelle zu meinem Land. In diesen Fällen ist es besser, wenn du ihre Sprache nicht verstehst, auch wenn du in diesem Land lebst. Bitte hör mir zu. Ich weiß, was kann meine Stimme bloß anrichten, aber hör mir zu. Ich kenne dich zwar nicht, aber das kann sich ändern. Du hast Angst hier, aber das kann sich ändern. Sie wollten dich hier nicht haben, aber das kann sich ändern. Du bist wütend auf Menschen, die nicht wollen, dass du hier bleibst. Ich verstehe sie auch nicht. Lieber ein Mensch mehr bei uns als ein Toter woanders. Lieber ein Mensch, der hier mit seiner Familie lebt, als zu trauern, wenn es für sie zu spät ist. Ich will dir und allen anderen sagen, dass es zwischen den Bösen auch Gute gibt. Zwischen Hass auch die Liebe. Zwischen Tod auch das Leben. Ja, es gibt mehr von diesen Menschen, die wundervolle Plakate schreiben mit bunten Farben, von blau zu grün, von lila zu gelb, mit wundervollen Worten, Buchstaben, aneinandergereihte Wörter, dass du, ihr, willkommen seid. Es gibt Menschen, die sich freuen, dich zu sehen. Sie benutzen dich nicht als Fußabtreter. Glaube mir, es gibt Menschen, die dir ihre Hilfe anbieten, die dir den Weg zeigen, die dir nicht hinterherbrüllen. Dass, wenn du schon in ihrem Land bist, auch ihre Sprache lernen kannst. Menschen, denen es gleich ist, ob du schwarz oder weiß bist, ob du dünn oder dick bist, ob du alt oder jung bist. Ihnen ist es gleich, ob du die Schwelle zu ihrem Land betrittst oder auf der anderen Seite bleibst. Ob du ihre Sprache sprichst oder nicht. Denn die Sprache, die sie sprechen, nennt sich Menschlichkeit. Und wer diese Sprache nicht spricht, stiftet den Streit. Hör mir zu. Ich reiche dir die Hand und breche das Band. Ich gebe dir Freude und hoffe, du nimmst sie an. Denn wir sprechen dieselbe Sprache. Und die Sprache, die wir sprechen, nennt sich Menschlichkeit. Applaus